Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich. Ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Nicht. Heute, wie ihr am Titel lesen könnt, machen wir einen Eukalyptuskranz. Das ist auf jeden Fall ein Video, das ich schon sehr lange machen wollte. Vielleicht wisst ihr es auch, also ich interessiere mich nicht nur für Monsteras, sondern auch für andere Dinge, wie zum Beispiel Inneneinrichtungen. Ja? Und deswegen werden in Zukunft hier auch andere Themen auf diesem Kanal kommen und nicht nur Monsteras. Und ich wollte schon sehr lange einen Eukalyptuskranz binden, weil ich den einfach super schön finde, super minimal, schlicht und hat doch so einen großen Effekt. Genau, und ich finde, damit kann man die Wohnung einfach super schön dekorieren und dadurch, dass es so einfach zu machen ist, glaube ich, also ich finde ich gleich raus, wenn ich den festbinde, ja, wollte ich den unbedingt machen und auch mit euch teilen, weil ich euch natürlich auch weiter inspirieren möchte. Deswegen, ich glaube, es wird ein ganz süßes Do-it-yourself und ja, macht eigentlich Spaß und ja. So, als erstes braucht ihr natürlich Eukalyptus und jetzt ist die Frage, ob ihr frischen Eukalyptus nehmt oder künstlichen. Das könnt ihr ganz frei entscheiden. Ich habe mich für frischen Eukalyptus entschieden am Anfang. Ihr müsst wissen, dass der Eukalyptus natürlich nach einer Weile gelblich wird und dementsprechend dann vielleicht nicht mehr so schön aussieht. Aber ich hatte einfach Lust, für meinen ersten Kranz frischen Eukalyptus zu nutzen und würde dann, wenn der mir nicht mehr gefällt, dann auf künstlichen Eukalyptus umsteigen. Eukalyptus frisch bekommt ihr beim Blumenhändler ganz einfach und künstlichen Eukalyptus könnt ihr ganz einfach online bestellen. Ich setze euch gerne nochmal den Link hier unten für künstlichen Eukalyptus. So, ihr braucht natürlich noch irgendwie Blumen eurer Wahl, um das Ganze zu schmücken und ja, ich habe mich für Schleierkraut entschieden. Ich finde, das passt super dazu, ist schön schlicht auch und ich liebe diese Blümchen. Ist super simpel, aber schön. Ihr könnt einfach frei entscheiden, welche Blumen ihr dazu nehmt. Und wichtig ist natürlich, dass man die festbinden kann oder irgendwie da so ein bisschen ja, reinsetzen kann. Ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Ja. So, dann braucht ihr natürlich noch einen Metallring, um den Eukalyptus und die Blumen drumherum festzubinden. Den findet ihr auch ganz einfach online auf Amazon. Ich habe mich für einen weißen Metallring entschieden, weil ich die Optik einfach super schön finde. Es gibt aber auch silberne Metallringe oder auch goldene. Je nachdem, was euer Geschmack ist, könnt ihr da auch ganz frei entscheiden. Und als nächstes braucht ihr natürlich Bindedraht, um das Ganze festzubinden. Ich verlinke euch das alles nochmal hier unter dem Video und natürlich noch eine Gartenschere. Genau, oder hier wie in meinem Fall eine Küchenschere, tut's auch. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, im ersten Schritt schneiden wir den Eukalyptus auf die gewünschte Länge. Achtet hierbei drauf, dass ihr ihn nicht zu kurz schneidet, weil ihr den danach nicht mehr so gut an den Kranz festbinden könnt. Also lieber etwas länger als zu kurz. Genau. So, jetzt geht es darum, den Eukalyptus am Ring festzubinden. Ich habe mir erstmal überlegt, wie ich den fixieren möchte, quasi an welcher Stelle ich den haben möchte, so wie hier zum Beispiel. Also ich wollte den quasi einseitig haben. Und dann fixiert ihr erstmal das Ende des Eukalyptus am Ring, um ihn erstmal zu fixieren. Und dann bindet ihr den Eukalyptus auch am anderen Ende und an den anderen Stellen. So müsste es eigentlich funktionieren. Also es ist ein bisschen Fusselarbeit, aber es hat bei mir eigentlich ganz gut geklappt und ich hatte eigentlich auch schnell den Dreh raus. Also man muss sich da einfach so ein bisschen konzentrieren und dann geht es super schnell und ist auch wirklich ja, sehr schön dann. So, ich wollte meinen Kranz etwas buschiger haben, deswegen habe ich dann noch weitere Zweige hinzugefügt. Also ihr könnt da auch ganz frei entscheiden, ob ihr so die schlichtere Version bevorzugt oder ihn etwas buschiger haben wollt. Also ich hatte auf jeden Fall genug Eukalyptus übrig, von daher, ja, ich finde, es hat auch einfach so einen größeren Effekt, wenn da so ein bisschen, wenn da ein bisschen mehr Zweige dran sind, aber das ist Geschmackssache. So, als nächstes habe ich dann auch kleine Stücke aus dem Schleierkraut geschnitten, sodass ich die dann auch gut festbinden kann.
Und ja, dann im nächsten Schritt, genau, nehmt ihr euren Kranz. Und hier ist es ganz gut, ihr müsst den Schleierkraut dann nicht mehr festbinden, sondern könnt ihr den quasi einfach in diese Schlitze reinstecken und der bleibt dann auch so stehen und die fallen auch nicht ab. Von daher könnt ihr hier ganz wunderbar den so dekorieren, wie ihr den haben möchtet. Ob ihr jetzt weniger Schleierkraut wollt oder mehr, das ist ganz euch überlassen. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr gemacht. Ich finde, so ein Kranz bietet sich auch super so als Hochzeitsdeko. Also ich hatte wirklich so richtig Hochzeitsvibes, während ich diesen Kranz gebunden habe. Also ich finde, das ist wirklich so romantisch und irgendwie echt wunderschön und doch so schlicht irgendwie, ne? So, hier seht ihr auch schon meinen fertigen Eukalyptuskranz. Ja, einmal Applaus bitte. Ich muss sagen, ich bin super stolz auf ihn und finde ihn wirklich wunderschön. Der ist genauso geworden, wie ich den mir auch vorgestellt hatte. Super schlicht, minimalistisch und romantisch. Ja, was haltet ihr, wie findet ihr ihn? Ich glaube, insgesamt habe ich pro Kranz, also ich habe mir zwei Kränze gemacht, 10 bis 15 Minuten gebraucht, bis 20 Minuten. Ich denke, wenn man da das Ganze zum ersten Mal macht, dann braucht man da so ein bisschen mehr Zeit. Aber das wirklich, das macht Spaß und also ich finde, das Ergebnis ist halt einfach, lohnt sich definitiv. So, hier seht ihr nochmal den Eukalyptuskranz in meinem Schlafzimmer. Dort habe ich ihn aufgehangen. Wie ihr sehen könnt, habe ich im Endeffekt einfach nur noch eine Kordel um den Ring gemacht und den dann einfach an einen Nagel aufgehangen. Fertig. Also kein Stress, total easy und ich bin so happy. Also ich finde es so schön. Jetzt ist die Frage, wie lange der Eukalyptus natürlich hält und wie lange der auch so schön grün bleibt und ob er dann einfach total hässlich aussieht oder ob man den trotzdem noch so aufhängen lassen kann. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Wie findet ihr ihn? Also I love it. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und einfach euer Feedback dazu, welche Blumen ihr nehmen würdet und ob ihr so auf Eukalyptuskränze oder Kränze allgemein steht und zu welcher Jahreszeit ihr die eventuell gerne macht, vielleicht zum Herbst zum Beispiel. Und dann können wir uns da auch so ein bisschen austauschen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat oder abonniert meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video. Und ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Aktuell ist das Wetter ja wirklich super. Und nach der ganzen Quarantänezeit ist man, glaube ich, auch froh, einfach das Leben zu genießen, draußen zu sein. Und das tue ich auf jeden Fall und ich hoffe, ihr auch. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. It's not for me to say you love. Go with the brother who you know how we do. It's to say.